Vogelgrippe entwickelt sich weiter zum Flächengebrand. Bei einem Betrieb mit 6500 Buten besteht der Verdacht auf Geflügelpest. Der Betrieb befindet sich im bereits bestehenden Sperrbezirk. Die Geflügelpest in der Gemeinde Garl breitet sich immer weiter aus. Am Donnerstag gab der Landkreis Cloppenburg einen weiteren Fall in der Gemeinde Garl bekannt. Bei einem Betrieb mit 6500 Buten besteht der Verdacht auf Geflügelpest. Der Betrieb befindet sich im bereits bestehenden Sperrbezirk, gibt der Landkreis bekannt. Der Erreger vom Typ H5 wurden seitens des Niedersächsischen Landesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit in Oldenburg amtlich bestätigt. Das abschließende Prüfergebnis des Friedrich-Löffler-Instituts, dem Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit auf der Insel Riems, steht noch aus. Nach der Tötung werde die unschädliche Beseitigung der Tiere vorbereitet. Um den Seuchenbestand wird aktuell ein Sperrbezirk mit einem Radius von mindestens 3 Kilometern und ein Beobachtungsgebiet mit einem Radius von mindestens 10 Kilometern eingerichtet. Im Sperrbezirk befinden sich insgesamt 77 geflügelhaltende Betriebe mit rund 590.000 Tieren. Im Beobachtungsgebiet sind 224 Betriebe mit rund 2,7 Millionen Tieren betroffen. Aufgrund der Entwicklung in den letzten Tagen wird die Wiedereinstallung von Buten und Enten in den Restriktionszonen in den kommenden 4 Wochen nicht genehmigt, gibt der Landkreis bekannt. Darüber hinaus gilt ab diesem Freitag, 17. März, für das Gebiet der Stadt Friesoethe ein Wiedereinstallungsverbot für Buten und Enten. Davon betroffen sind alle Bereiche, die nicht ohnehin schon in den bisherigen Restriktionszonen liegen.